Ach, die portet sich einfach. Das war so unintelligent, was sie gemacht hat. Aber egal. Ha! Kaputt machen. Ha! Guck mal, Hexen. Ofen. Der sieht aus wie der Ofen bei Hänsel und Gretel. Stecken wir dich rein, Analia. Ich möchte dich essen. Solche Anwesen kommen mir nicht gut. Ich glaube, das hat gar nicht getroffen die ganze Zeit. Ich glaube wirklich, ich habe daneben geschossen. Ah, das kann man auch kaputt schießen. Gut zu wissen. Haben wir irgendwie wieder was zu lesen, was uns weiterhilft? Wow. Kein Problem, Humor. Ich erschreck mich nur mal. Die machen so eklige Geräusche auch noch dabei. Richtiges Spiel für mich. Richtiges Spiel wieder für mich. Überhaupt nicht gruselig. Nein, nein. Das Unscharfe ist echt geil gemacht. Im Namen der Gerechtigkeit stirbt. Stirbt. Treffe ich schon irgendwas? Man weiß es nicht. Na gut. Speicherpunkt. Und hier machen wir auch erstmal Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal weiter, wieder, wenn ich hier weiter im Grundrick anwesen säubere. Bis dann, tschüss! Willkommen zurück, meine Unsere Chancen stehen nicht allzu. Freunde! Ah! Hallo, ich bin doch gar nicht wieder richtig hier! Ihr seid erledigt. Alter! Ey! Ich bin nicht mal jetzt richtig im Spiel und krieg jetzt schon. Krieg schon von Anfang an voll auf den Sack. Erstmal was lesen. In der mitunter tragischen Leidenschaft Lines geprüften Familienchronik der Grindericks scheint dies das sechste Familienoberhaupt in dieser Reihe. Geoffrey Gundrick. Entschuldigung, ich bin so schockiert, ich kann gerade nicht mal richtig lesen. Eine Ausnahme gewesen zu sein. Er wurde von seinen Kameraden in der Legion geachtet und ihn im Jahr 960 sogar zum Großmagier erhoben. In seiner Amtszeit etablierte er ein striktes Ausbildungssystem für die Nachwuchsmagier der Legion und bot der Legion das Familienanwesen als Ausbildungsstätte für die Legionsmagier an. In den kommenden Jahrhunderten wurde daher auf dem Grundrick Anwesen zahlreiche Legionsmagier ausgebildet. Der vielleicht bekannteste Abgänger war der verräterische Großmagier Olvis, der Gerüchten zufolge ein nicht anerkannter Sohn von Rossal Gundrick und einer Liskanz-Hexe gewesen sein soll. Während der Affäre um den Goblin-Prätendenten übernahmen Olvis Anhänger die Kontrolle über das Gundrick-Anwesen. Dem neu ernannten Großmagier Merrick blieb kaum eine andere Wahl, als das Anwesen mittels Gewalt zu befreien. Aufgrund dieser Ereignisse erfuhr das Anwesen einen etwas zweifelhaften Ruf, sodass sich die meisten Legionsmagier fortan entschlossen, ihren Studien am Kolleg von Stonebridge nachzugehen. Ja, das ist schön. Darf ich jetzt eben speichern nochmal, damit wir auch schön wieder voll AP haben? Der Raum gefällt mir nicht. Ich habe hier immer noch Angst. Was ist das? Achso. Dieses Tor scheint mittels eines Hebels an der Wand geöffnet werden zu können. Untersuchen. Nach genauer Untersuchung seht ihr eine kreisförmige Einfassung. Am Hebel scheint etwas zu fehlen. Egal wie kräftig ihr daran zieht, der Hebel scheint festzustecken. Toll. Ah!
Oh, diese Hexen, ne? Ich habe mich jetzt zu Tode erschrocken. Gut, dass ich wenigstens einen Yali mitgenommen habe. Wir möchten die Hexen jetzt erstmal. Ja, die geht mir so auf den Sack und die sind auch. Ma! Was ist das? Keine Ahnung. Ich frage mich gerade, ob Anjali mir den Arsch auch retten kann, wenn ich scherbe. Sag mal so, yo. Ach, fuck it, ey. Hier ist viel zu viel los. Was ist das? Oh, das ist eine Waffe. Was ist das? Oh. Eine Waffe für nicht uns beiden. Diese Seiten sehen aus, als wären sie aus einem Tagebuch herausgerissen worden. Lügen, Verrat, das Herz von Nagot rettete meine Tochter vor dem sicheren Tod, aber nicht in einer Weise, die ich mir erhofft hatte. Ihr Schatten ist in dieser Halle gefangen, verdammt, so wie ich mich selbst verdammt habe. Ich werde das Herz vernichten, es ist der einzige Weg. Alice, vergib mir. Welches Herz? Ah ja. Ich sag ja, es ist wirklich... Das machen Rollenspiele auch vollkommen aus. Oh. Aufgepasst ist gut. Schütze mich mal. Einfach tot. Sieg. Auf ganzer Linie. Haben wir hier noch? Oh, das ist ein Tisch. Ich erkenne so wenig. Geld. Ah. Mal, es funktioniert nicht. Ja, schön. Aus den Lehren der Azunitenkirche. Wenn der Körper eines Menschen stirbt, muss seine Seele diese Welt verlassen und zur Quelle allen Lebens zurückkehren. Dem Fluss der Seelen. Wenn der Sterbliche ein ehrbares Leben geführt hat und seine Seele frei von Sorgen oder Schuld ist, verlässt diese Welt ohne Probleme und findet den Weg zum Fluss. Dort vereinigt sie sich mit allen Seelen, die vor ihr kamen, und wird eins mit dem Bruder- und Schwesterseelen. Die Erfahrung seines Lebens bereichern den Fluss und alle Seelen, die dort weilen. Hat ein Sterblicher doch ein schlechtes Leben geführt oder kann er sich nicht von den Sorgen seines sterblichen Lebens befreien, dann kann die Seele den Weg zum Fluss nicht finden. Stattdessen bleibt sie in dieser Welt gefangen und fällt langsam in Wahnsinn. Aus diesen unglücklichen Seelen entstehen böse Geister und Gespenster. Um sie von ihrer Qual zu befreien und sie zum Fluss der Seelen zu schicken, muss man sich vor ihnen stellen und sie töten. Ja, aber sie sind doch schon tot. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Sie sind ja im Prinzip schon tot. Und ich find's kacke. Ich renne nochmal zum Speicherpunkt zurück, weil da unten scheint irgendwie Kacke am Dampfen zu sein. Und ich habe ein bisschen Schiss dabei zu sterben und das Ganze hier nochmal zu machen. Deswegen vergebt mir, wenn ich ab und zu mal zu einem Speicherpunkt, um zu speichern, zurückzulaufen. Aber ist mir irgendwie lieber, als dass ich da einfach kacke und dann nochmal den ganzen Weg mache. Hier haben wir noch einen Tisch. In den unzähligen Haufen verstreuter Pergamente findet ihr einen in zwei Teile zerrissenen Brief. Der Verfasser ist unbekannt, aber der Inhalt ist interessant. Laut Gunderic konnte heute einige tollkühne Diebe im Anwesen dringfest machen. Ich habe immer noch Probleme, den Gestank ihres verbrannten Fleisches aus meinen Ruhm zu bekommen. Die unglücklichen Räuber stahlen den Kohlfährstein von Direktor Peverell, als er in der Stadt war. Offenbar versuchte er in dem Moment mit einer Schönheit namens Ludmila zu flirten, zweifellos ohne Erfolg, als er Opfer des Taschendiebstahls wurde. In jedem Fall drangen die Möchtegern-Diebe in das Anwesen eines, allerdings kamen sie nur bis zum Hörsaal, als sie entdeckt wurden. Lord Gunderic war wegen Peril sehr erbost und verbot, die Leichen zu entfernen und auch den Kohlfeldstein. Er sagte, dies soll als Abschreckung für zukünftige sinnlose Unterfangen sein, dienen. Dabei erscheint mir diese Maßnahme sehr töricht zu sein, da der Stein das Tor zur bewachten Sektion der Bücherei öffnet. Aber das werde ich Gunderic bestimmt nicht sagen, solange er wieder eine seiner düsteren Launen hat. Launisch war der Kerl also auch noch. Analia muss mal wieder im Weg stehen. Huch, hier haben wir auch noch.
Jahrhunderte vor der Entstehung der Aszenitenkirche berichten die alten Geschichten von den lange verlorenen Göttern, die unsere Welt erschufen. Die Legenden über die sogenannten genialen Götter sind so alt, dass nur noch Fragmente der Originalgeschichten erhalten sind. Uns wird zum Beispiel erzählt, dass der Kosmos in einer Reihe von immer spirituelleren Reichen angeordnet ist, mit der materiellen Welt ganz unten und dem Jenseits menschlicher Erkenntnis liegenden göttlichen Paradies an der Spitze. Die genialen Götter bewohnten das tiefste dieser göttlichen Reiche und erschufen unsere Welt nach ihrem Gutdünken. Dann, vor tausenden von Jahren, fielen die Götter aus dem Himmel. Keine der Geschichten erklärt, warum. Einige von ihnen überlebten vielleicht für eine Weile in unserer Welt, aber sie starben schon vor langer Zeit, falls sie je existiert haben sollten. Vor ihren Dienern ist wenig mehr bekannt. Die Boten der Götter wurden Archon genannt. Feuergeister, die den Willen ihrer Götter ausführten. Einige Sterbliche behaupten, von den Archons abzustammen, aber ihre Linie sind lange ausgestorben und wir können nicht nachweisen, ob es sie stimmen könnte. Oh, wir haben noch eine dabei. Oh, lesen gibt's Geld. Also Leute, ne? Was ist hier? Studiersaal. Ah, hier noch ein Buch. Der östliche Sumpf wird von den ersten Menschen bewohnt, die vor langer Zeit zur Inzucht übergingen. Ja. Es gibt nur wenige von ihnen und sie leben in armseligen Hütten und Gruben, welche sich meistens unter den hochaufragenden Wurzeln der riesigen Mangrovenbäume befinden. Die Siedlungen der ersten Menschen sind durch grausige Kreuzbalken angezeigt, an denen vertrocknete Schädel hängen. Überraschenderweise gehören diese Schädel nicht den Opfern der ersten Menschen. Es sind ihre eigenen vergeblichen Angehörigen, deren Seelen nach ihrem Tod eingefangen und an ihre Schädel gebunden wurden. Dieses Volk sieht eine Wiedervereinigung mit dem Fluss der Seelen als etwas Schreckliches an. Ein Verlust ihres Stammes- und Clanzugehörigkeit und eine unwillkommene Verbindung mit den verhassten fremden Völkern. Ja, das ist so typisch Mensch einfach, ne? Die ersten Menschen sind ein hässliches Volk mit sehr blasser Haut und dünnem, dunklen Haar. Da ihre Bevölkerung sehr klein ist und sie sich nur untereinander fortpflanzen, sehen sie sich alle ähnlich und Außenseiter können sie kaum voneinander unterscheiden. Warum nicht? Kein Problem zur Inzucht. So, was ab? Hier ist erstmal Loot. Gefällt mir nicht, was die da unten machen, ganz ehrlich nicht. Kann ich euch abballern? Okay, wir können auch gar nicht da unten rein. Okay. Haben wir jetzt hier noch was zu lesen oder nicht? Nein. Anali? Ma. Bleibt man überall stecken. Na gut, dann müssen wir mal wohl. So, dann müssen wir wohl hier weiter. Wir haben natürlich ein bisschen wieder neue Ausrüstung bekommen. Angriff plus 2, Beweglichkeit minus 3. Das ist die, die ich gerade angelegt habe. Erhöhen wir unseren Angriff plus 2, ist in Ordnung. Neu, was haben wir denn hier? Rüstung plus 2, Ausdauer, Blocken. Ich blocke ja nicht, das ist ja Quatsch. Ausdauer, Blocken, Rüstung plus 2. Naja. Ich habe schon so wenig Leben. Ja, das ist lächerlich. Wir belassen das erstmal so. Ein bisschen Licht fände ich schön. Ein bisschen Licht. Wäre ganz praktisch. Ich merke gerade, was die Nachteile dieser kleinen Räume sind. Was ist hier für ein Raum? Das ist wahrscheinlich einfach nur so, hier, willst du ein bisschen XP farmen? Okay, hier rein. Hier irgendwas außer dunkel und nichts. Kennt ihr das?
wenn ihr so dunkle Spiele spielt und euch dann automatisch nach vor so hochstellt, um in der Hoffnung etwas sehen zu können. Dieser Text ist eine theoretische Abhandlung eines Artefakts, bekannt als Herd von Nagok. Er beschreibt die Rituale, die nötig sind, um das Herd zu kontrollieren und zu manipulieren. Das sollten wir natürlich auch wissen. Unter Beachtung der entsprechenden Rituale, durchgeführt zum rechten Zeitpunkt, kann ein Magier in der Lage sein, sich die mächtigen Kräfte, die im Herz von Nagok innewohnen, zu eigen zu machen. Bei dieser Verschmelzung einer sterblichen Seele und alter, unsterblicher Essenz wird die Kraft des Magiers mächtig und unantastbar. Keine Macht in der Welt der Sterblichen kann diese Verbindung trennen, außer durch die Vernichtung des Herzens von Nagok selbst. Derjenige, der dies zu tun begehrt, soll gewarnt sein. Das Zerstören des Herzens lässt all seine Macht in den Magier fließen, sodass dieser selbst einem Gott gleicht. Oh oh. Oh oh, ich weiß, was der Meister hier, der Hausherr, getan hat. Die Schrift auf diesem Pergament ist nur schwer zu entziffern. Offenbar wurde sie von jemandem mit zittriger Hand verfasst. Die Tinte besitzt eine auffällige Ähnlichkeit mit getrocknetem Blut. Diese wertlosen Bücher erwähnen einen entscheidenden Punkt nicht. Sobald ein Magier sich an das Herz gebunden hat, kann er es nicht mehr zerstören oder jemanden erlauben, es zu zerstören. Das Herz schützt sich selbst. Gerade jetzt spüre ich es in meinem Geist. Sogar diese Zeilen zu schreiben ist ein Kampf. Unmöglich, auch nur an die Zerstörung des Herzens zu denken. Vielleicht. Die Schrift wird unleserlich. Ja, wir müssen also das Herz zerstören. Wir haben quasi schon mal so an sich schon mal die erste Ahnung, was wir machen müssen. Dieser Wälzer scheint eine ausführliche und äußerst genaue Beschreibung der Geschichte eines Artefakts namens Herzog von Nagok zu sein. Der Großteil beschäftigt sich mit einer arkanen Geschichtsdebatte, aber mit den Überfliegen der ersten Kapitel erlangt ihr einen Einblick in die Geschichte des Herzens. Und so begab es sich, dass Nagok, der Schöpfer, vom Himmel fiel und sich zu den ersten Menschen begab, die im östlichen Sumpf lebten. Die ersten Menschen verehrten Nagok als Gott und er liebte sie dafür, aber Nagok war durch seinen Fall verwundet und dem Tode geweiht. Bevor er verging, schenkte er den ersten Menschen das Herz, einen mächtigen Edelstein, von dem es hieß, dass er die Macht besäße, zu heilen und zu verletzen und sogar fähig wäre, die Toten wieder zum Leben zu erwecken. Und so wurde das Herz im heiligen Schrein der ersten Menschen aufbewahrt. Und das Herz ist so böse. Ja, dann wollen wir mal hier zu der Kacke gehen. Sie öffnen ein Tor. Sie wollen eine Art Wächter heraufbeschwören. Warum weißt du das? Dann wollen wir sie mal aufhalten, ne? Aber erstmal speichern. Weil das kann jetzt, ich glaube, das wird jetzt so richtig, das wird mein Highlight jetzt für die Aufnahme hier. Ja, natürlich. Sumpfkoloss. Ich muss mich erstmal um die Kackhexen kümmern. Okay, da sollten wir natürlich nicht drin stehen von ihm. Ha, es läuft doch gut. Das hat jetzt aber irgendwie nicht gebracht, oder? Scheiß Bank. Hier liegt eine Vielzahl Leichen. Ihre Knochen sind verkohlt und miteinander verbunden wie geschmolzenes Wachs. Einige knochige Hand hält einen glühenden Stein fest, der mit magischer Energie pulsiert. Ja, das ist halt dieser eine Stein, von dem wir gerade gelesen haben, dass man ja, ne? Genau. Öffnet das Tor. Okay. Dann wollen wir mal das Tor öffnen. Welches auch immer. Hier sind ja nur drei Stein.